CDU-TV unterwegs mit dem Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler. Er nimmt uns hier in Karlsruhe mit hinter die Kulissen. Willkommen zum Unternehmen-Parteitag 2010. Das wird das Tagungspräsidium sein. Tagungspräsident ist traditionell immer der oder die Vorsitzende des gastgebenden Landesverbandes, also in diesem Fall Ministerpräsident Stefan Mappus, der als Tagungspräsident dort die Sitzungen leiten wird, wenn der Parteitag dem Vorschlag des Bundesvorstandes zustimmt, wovon ich ausgehe. Und auf diesem Platz wird ab Montag Angela Merkel sitzen, unsere Parteivorsitzende. Auch sie steht natürlich, wie alle anderen Mitglieder unseres Vorstandes, am Montag zur Wahl. Sie haben auch nicht nur eine Wahl, sondern jede Menge Anträge. Jede Menge Anträge, ja. Antragsmappe. Ja. Was sind die Hauptanträge, was sind die Hauptthemen, die diesen Parteitag beherrschen werden? Also wir haben ja schon vor geraumer Zeit in die Partei gegeben, einen Antrag des Bundesvorstandes, der sich insbesondere mit dem Thema Kinderarmut beschäftigt. Weiterer Schwerpunkt wird das Thema sein, was wir zusammengefasst haben unter der Überschrift Verantwortung Zukunft. Was sind die wichtigen Themen in den kommenden Monaten für die CDU als führende Regierungspartei? Und was sind dabei die Prinzipien und Leitsätze der CDU, die uns in der Regierungsarbeit begleiten sollen? Und das Thema Bundeswehrreform wird ein dritter Schwerpunkt sein. Wir sind hier im Informationszentrum der Parteizentrale, wenn Sie so wollen. Hier wird der große Stand der Bundesgeschäftsstelle sein, wo wir die Delegierten informieren und mit ihnen auch ins Gespräch kommen über das Serviceangebot, über die Materialien, die wir für die Parteiarbeit vor Ort auch bereithalten. Und das ist erfahrungsgemäß ein Zentrum des Lebens rund um den Parteitag. Welche Außenwirkung erhoffen Sie sich von diesem Parteitag? Also wir erhoffen uns natürlich, dass wir einen überzeugenden, einen gelungenen Parteitag hier abliefern können und natürlich auch Rückenwind geben für unsere wahlkampfführenden Verbände. Sie wissen, dass wir 2011 6 Landtagswahlen haben, unter anderem natürlich die wichtige Landtagswahl hier in Baden-Württemberg. Und natürlich wollen wir auch ein wenig Rückenwind für diese Freunde in den Landesverbänden geben, damit wir als CDU auch bei den Wahlen gut abschneiden. Sie sind zuständig für fast alles, auch für die Bedürfnisse der Delegierten, unter anderem vermutlich auch für die Bedürfnisse der Kanzlerin bzw. Parteivorsitzenden. Gibt es spezielle Wünsche, die sie hat, die im Vorfeld berücksichtigt werden müssen, damit es ihr gut geht? Also Frau Merkel gehört zu denen, die, was ihr persönliches Wohlfühlen angeht, ausgesprochen bescheiden ist in ihren Ansprüchen, die aber sehr hohe Ansprüche hat, was die Arbeitsqualität angeht. Und von daher konzentriert sich unsere Arbeit sehr stark darauf, zu einem Gelingen des Parteitages beizutragen. Brumms, das ist ein Arbeitszentrum. Das Herzstück. Ja, es ist das redaktionelle Herzstück, das kann man sagen. Denn alles, was an sozusagen parteiinterner Kommunikation, an parteiinterner Berichterstattung über den Parteitag stattfindet, das entsteht hier. Und mit den verschiedensten Kanälen, die wir haben, von unserem Mitgliedermagazin Union über die Zeitung, die extra für den Parteitag gemacht wird, die entsteht in der Nacht von Montag auf Dienstag und liegt Dienstagmorgen schon, wenn alles gut geht, den Delegierten auf den Tischen vor, bis zur laufenden Berichterstattung im Internet über den Parteitag. Wir haben einen Rundgang gemacht, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Sie haben auch gesehen, vieles ist noch zu tun. Es ist ein gewaltiges Unternehmen, so ein Parteitag, in der Vorbereitung. Und wir freuen uns natürlich sehr darauf, dass wir auch alles daran setzen, einen erfolgreichen Parteitag hier zu gestalten.